Heute beginne ich mal mit einem Danke. Ein Dankeschön für die tollen Feedbacks, die ich immer bekomme und dass ihr genauso viel Freude an unsere Videos habt wie wir selbst. Und heute beginnen wir mit einem kräftigen Ton, das knallige Rot mit Weiß, Blau, Jeansig. Es kommt der Sommer. Beginnen wir wieder mit der Basic-Bluse, ganz klassisch von Hilfiger, der Typhoon-Weste, eine Opus High West, einen Ledergürtel in Rot von Hilfiger und unseren silbernen Jaya-Schuh. Die Hanna hat ein tolles Kleid, reine Baumwolle, leicht zum Tragen für Typhoon und hat hinten einen längeren Zip, was man selber aufmachen kann natürlich. Und das ist ein Kleid, das kann ich überall tragen. Es stellt sich nicht die Frage, wo trage ich es. Ich ziehe es einfach an. Es ist ein Basic-Teil und ich sage euch, es ist nichts zu schön. Man kann so viele Sachen für jeden Tag tragen und man muss es für die Seele tun. Und das ist eigentlich mein Motto heute. Also, wann tun wir uns was Gutes und ziehen wir was Schönes an und man streut auch ganz anders. Man schminkt sich ein bisschen, geht wieder zum Friseur. Es kommen Zeiten und es kommen Sommertage wieder, wo viel Freude ist. Und dieses Motto möchte man 2021 im Sommer wieder ausleben. Heute möchte ich vorstellen die Marke 1978. 1978 war die Zeit, wo sich die Babydoll-Richtung wieder entwickelt hat. Die weiten Kleider waren wieder angesagt und die Frau trägt nicht eng, sondern wie jedermann möchte, sondern eher weit, lässig, Wohlfühlcharakter. Und so die Babydoll-Richtung stellen wir heute vor. Und ich möchte, dass die Hanna uns das bitte vorführt, mit der tollen weißen Hose. Und was ich kurz noch einblenden möchte, das ist so die Richtung, Oversize, leicht und auch für Frauen, die schmale Beine, die keine Taille haben, ideal. Hanna hat unsere tolle Babydoll-Bluse an. Ganz lässig, weit, luftig, hinten mit Falten. Und ich lege jetzt meine schöne Jeansjacke. Tänzel, ganz leicht. Schauen wir. Wird lässig passen. Und ich trage einen Baumwollrock, weit geschwungen, Taschen und eine Baumwollbluse. Alles Naturfaser, super zum Tragen. Und einen tollen Ledergürtel von Rinascimento. Bleiben dem Motto noch treu, Babydoll, und dazu gibt es noch zwei tolle Kleider. Das lasse ich jetzt für Hanna mal zum Probieren da und das würde ich gern tragen. Ausnahmsweise. Ja, dann sage ich noch was. Ne? Also das sind unsere Wohlfühlkleider und ich möchte noch was dazu zeigen. Und zwar, von Opus gibt es eine ganz tolle Jacke, eine Dreiviertelarm und was immer ideal ist, wenn ich einen Kragen habe, stelle den, nur dazu bei Baumwolle, stelle den Kragen super auf, ist lässig, dann habe ich ein ganz tolles Tuch dazu. Das sind so die Feinheiten. Ein Tuch ist immer Geschmack. Sache, sage ich immer, aber mir gefällt heute das Grün mit Blau ganz gut und harmoniert zu Hellblau, zu Marine, zu Grün, zu Weiß, zu Jeans und ja, auch für viele Tage. Vielleicht fühlt ihr euch jetzt schon wohl, wenn ihr das Video seht und dann hätten wir uns dazu erreicht. Und jetzt zum Schluss gibt es noch ein Happy Outfit. Nein, das ist der nicht da. Ich glaube, das ist ganz blöd. Dieses Video war nicht nur für euch, für die Seele, auch für uns. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe, euch gefällt es. Uns auch. Wir gehen so nach Hause. Wir gönnen uns diese schönen Teile. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Eure Silvia Otzinger.